Wir stellen uns mal vor, dass Chrissy filmt gerade und Mama stand da vorhin. Ash ist hier raufgeklettert, willst du noch mal kurz zeigen? Dann hat Mama Ash an den Händen rübergezogen. Also in die Richtung ja, hier. Ja, und da habe ich ihn wieder zurückgezogen. Und dann ist er innerlich gestorben. Und damit will ich sagen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video heute. Viel Spaß mit dir. Eine Runde mit der Ash in die Kommentare. Auf jeden Fall geht es heute um den schönen Corona-Toaster. Ja, weil ich mag, wie das nicht anfühlt. Ja, hier. Heute geht es um den schönen Toaster hier. Und zwar werden wir heute einen Tag aus dem Toaster essen dürfen, egal was wir machen. Ja, nee, so geht das nicht. Das machen wir gleich. Wir werden nämlich das Spiegelei machen. Auf jeden Fall müssen wir erstmal ein kleines Schälchen basteln aus Alufolie. So, da muss jetzt das Ei. Nee, am besten, Leute. Guck mal, da machen wir jetzt Ei rein. So. Schönes Ei in Alufolie. Warte, warum ein Ei für zwei Personen? Ich dachte, ein bisschen dumm, oder? Wir machen es zweimal. Obwohl, kriegen wir es dann nachher raus. Ach, keine Ahnung. Wir gucken das gleich mal. Ja, ausgelaufen jetzt. Ist doch egal, oder? Der muss hingelegt werden, dann kommt das Ei da rein. Warum? Das muss jetzt da rein irgendwie. Nein! Hallo! Doch! Nein! Stopp! Na, was willst du? Nee, nein. Mhm. Natürlich! Das sehe ich nicht an. Hä? Doch! Leg das jetzt da oben rein! Nein! Unten rein, dann geht's schneller. Ja, aber dann brennt die Folie an! Bitte? Und darüber nachgedacht, dass die Folie dann brennt? Habt ihr notfalls einen Feuerlöscher? Nein! Ja. Hier oben rauf! Nein! Nicht da oben rauf. So, das wird jetzt wieder. Selbst deine Hand wird schon brennen, wenn du die da reinmachst. Was ist denn das? Das Toast brennt nicht. Das Toast ist doch was. Deine Hand? Was ist deine Hand? Ich muss schon mal ein Eimer Wasser. Guck mal, jetzt ist der Toaster auf jeden Fall an. Und jetzt warten wir mal. Ja, der ist an. Jetzt aber aufpassen, dass er nicht brennt. Ja, ich pass auf. Junge, ist kein Weltuntergang, wenn die Alufolie gleich hier in Flammen steht. Ja, und dann steht das Haus in Flammen. Bumm. Das riecht gut. Riecht noch ein bisschen verbrannt. Scheiße. Merkt, wenn das Haus gleich in Flammen ist, ich habe ja Angst. Und die Alu, also dann ist hier wirklich vorbei. Schade, dass wir gar nicht gefilmt haben. Das ist rausgesprungen. Das ist rausgesprungen. Der Herzinfarkt meines Lebens. Und es ist ein bisschen verbrannt. Also die Alufolie. Mal drehen, oder? Oh, das riecht verbrannt. Aber es sah echt lustig aus. Ja, nochmal rein. Und diesmal filme ich es, wie es rausspringt. Aber jetzt ist hier, beim Rausspringen passiert nichts. Jetzt filme ich, bis es rausspringt, okay? Ja. Stinkt. Erstmal roch es gut nach Ei und jetzt stinkt es nach verbrannt. Ja, das liegt daran, dass es so eine dünne Schicht am Anfang ist, weil es vielleicht ein bisschen mal hochgeht. Müssen. Aber geht irgendwie nicht. Du musst zwei Eier reinmachen müssen. Oh Gott. Oh mein Gott. So, wer probiert jetzt das Ei? Ich nicht. Ich auch nicht. Doch, ihr beide. Na, so schlecht riecht das. Magst du den aufstellen? Sonst verbrennt sich gleich jemand. So, komm. Großmonster. Weiß ich nicht. Scheint durch zu sein. Oh, Scheiße, ob das jetzt so gesund ist? Es ist ein Ei. Guck mal. Ich nehme mal nach Ei. Du hättest gerade wieder nicht. Schmeckt auch nach Ei. Hatte ich wirklich etwas gehabt. Ist nice. Ash, möchtest du nicht probieren? Ich hab doch nie ein Ei aus dem Toaster gegessen. Ich hab keinen Hunger. Da ist sogar noch Ei! Stimmt. Was ist das? Und da drin ist sogar noch das flüssige Ei. Also ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter. Gucken mal, was wir noch so schön mit dem Toaster toasten. Ich mag den Tag heute, glaube ich, nicht so. Na gut, weiter geht's. Und hier wird unser schönes Toast vorbereitet mit Käse. Rainbow Toast. Also ich würde sagen, jetzt kommen wir weiter zur nächsten Sache. Wir sind natürlich nicht satt geworden von diesem einen Ei. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und jetzt haben wir hier zwei Toasts genommen. Beim oberen, okay, machen wir jetzt mal die Person. Da schneiden wir den Rand ab. Den Rand ab oder die Mitte raus? Den Rand ab. Mach noch nicht so viel, das Toast wird sonst kleiner. Stimmt. So? Hätten wir was für falsche Pflanzen? Erst hätte ich das darauf gelegt. Also wir machen auf jeden Fall erstmal diese schönen, das sieht aus wie Nudeln irgendwie. Aber es ist Käse. Und jetzt einen schönen Jam im Mund. Mal so, dass wir natürlich auch schön nachher das bunt haben. Oh, kennt ihr dieses Krautsalat vom Döner? Jo, das ist lecker.
Wir hätten mal einen Tag in Blau gegessen. Da gab es Döner in Blau, das war geil. Okay, wer hätte gedacht, Käse ist auch irgendwie gelb, ne? Warte mal, ich muss jetzt irgendwie reinquetschen. Müssen. Ja, so mehr oder weniger. Ich glaube, ich runterdrücken wieder. Ist schon? Ja. Ach so. Ist ein bisschen fett. Ein bisschen dick. Ach, wir warten mal, bis es rauskommt. Wir warten einfach, bis das gleich wieder rauskommt und gucken dann weiter. Warte, Teller drunter. So, kommt direkt auf den Teller gleich. Wir mal schauen, wie es dann aussieht. Leute, ich würde sagen, wir sind uns dann gleich wieder. Wie viel kriege ich dafür? Ich gebe dir 100 Euro. 100 Euro, wenn ich das trinke? Wirklich? Das ist eigentlich eine Lebensmittelfarbe. Ich krieg 100 Euro dafür. Austrinken? Bäh. Ja? Sag mal deine Zunge. Das riecht echt verbrannt, ne? Hör auf, das Weiße! Fertig. Das obere Teil ist umgeknickt, glaube ich. Ich glaube, der Käse verbrennt gerade. Du bist jetzt auch blau im Gesicht. Echt? Also, wir gucken einfach rein, was so rauskommt. Kann ich mal nicht. Mach das mit Geld, hast du Warte hier. Zähne. Bah. Ach komm, warte. Ja. Das ist ja sehr also, was ist das klebt da drin? Ja. Voll Fluti Muti. Ich glaube, so sollte es nicht werden. Unser Käse Rainbow Sandwich. Yo. So Ash, dafür, dass du mir gerade hier eine schöne Challenge gegeben hast, kannst du auch mal probieren. Gönn dir. Ey, du musst auch irgendwas essen heute. Lecker, ist mit Käse. Hunger. Kein Hunger, ja. Gut, dann würde ich sagen, Chrissy. Ja. Muss ich wohl probieren, was? Ich probiere auch. Ja? Ich meine, was ist daran auszusetzen? Ja, machst du. Cool. Ich meine, du musst auch irgendwas essen, ja. Nimm dir am besten das Stück hier, ist ohne was. Nehme ich das. Aber es riecht echt krass verbrannt. Ja, aber sieht gar nicht so verbrannt aus. Nö. Ist halt Käse mit Toast, ne? Ist zwar ein bisschen bunt und ein bisschen komisch, dass es halt so bunt ist, aber. Ich habe das Gefühl, da brennt es noch. Da klebt noch voll viel. Bah! Okay, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall sehr gelungen. Aber ich nehme ein kleines Stück hier. Vom Aussehen vielleicht nicht, aber vom Geschmacksgrad her. Ich würde sagen, weiter geht's. Hast du Bock, ein bisschen was zu toasten wieder? Also, ist ein bisschen später mittlerweile. Und Ash, wir haben da ein paar Sachen vorbereitet schon mal. Für Mittag- und Abendbrot haben wir rausgelegt und zwar willst du kurz zeigen, worum es sich hier handelt. Es geht nämlich um eine Pizza. Wir wollen jetzt ein bisschen Pizza machen. Natürlich kann man nicht die ganze Pizza da reinschieben. Ich würde das vielleicht längs reinmachen. Nee, also einfach reinschieben. Wie als ob du es in den Ofen reinlegst. Die muss safe gut werden. Also wenn die nicht gut wird, dann weiß ich auch nicht weiter. Jo, ey Ash, was geht, Mann? Weißt du was? Ja. Mach ich einen halben Salz hoch. Ja. Und dann noch so. Die soll das Pfeffer. Und dann so und dann weiß ich das. Du meinst so eine Judo-Rolle? Ja. Ja, hab ich auch voll gemacht. Auf jeden Fall würde ich sagen, habe ich noch ein anderes vor. Chrissy, magst du mir kurz die Stückchen. Ach ja, genau, falls du rausschießt. Kartoffelstückchen geben. Wollt ihr mich noch so selber Kartoffelscheibchen? Sind das nachher Chips? Ja, eigentlich schon. Also theoretisch könnte es Chips werden, oder? Oder Bratkartoffel. Oder Bratkartoffel. Toastkartoffel. Oben rein. Guck mal, wie es qualmt. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Die müssen abgetupft werden. Boah, das stinkt. Scheiße, Fenster auf. Habt ihr hier Rauchmelder? Unter der Lampe. Weiß ich nicht. Unter der Lampe vielleicht? Nee, das glaube ich nicht. Bitte nicht. Also ich hoffe, dass es keine gibt. Wasser. Wasser. Oder brennt, glaube ich, irgendwas hinten. Also nicht brennt, sondern qualmt, brennt. Da ganz hinten ist noch, glaube ich, ein bisschen Toast. Scheiße. Mach die Kartoffeln oben drauf. Stimmt. Ja, ich denkst du, träume ich jetzt an das Ding ran? Der schießt es so raus. Ach Gott. Ich dachte, es schießt. Hallo. Die will nicht. Mach aus! Mach aus! Das war, glaube ich, weil du mit dem Messer dran warst, oder? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott! Nein, das ist aus, Alter. Also gleich hackt es hier wirklich, ne? Schwör auf alles. Was war das? Also gleich hackt es hier. Wir machen mal lieber vom Strom ab erstmal. Ich sag's oh mein Gott. Rausstellen. Wollen wir mal die Pizza probieren? Ist das fertig? Nö. Aber hier vorne schon. Oh, sogar verbrannt. Ja, komm, beiß ab. Das so, stinkt. Eigentlich kann man Pizza theoretisch auch aus dem Ofen essen. Toaster. Aus dem Ofen sowieso, aber. Heiß? Hey, geht doch, oder? Ja, ich find's nice. Ich will auch immer beißen. Sieht lecker aus. Ich hab halt einen Kaugummi.
Ist echt geil. So, ich würde sagen, ich traue mich wieder das Teil. Versuch an. Nummer 2. Nein, nicht mit Kartoffeln. Nein. Warum denn nicht Kartoffeln? Ah, warum? Ich hole jetzt schon mal das Löschwasser. Hier ist doch Löschwasser. Hier ist Fokus an. Ich habe Angst, ich gehe schon mal in Sicherheit. Ist an. Und ich mach mal auf 3. Okay, mal schauen, ob das klappt oder nicht. Den muss man weggeputzen. Obwohl, 3 oder 4? Wo ist der Teller? Das ist weg. Hä? Ach nee, das. Ja, okay. Das ist weg. Jawohl. Okay, 3 oder 4 oder 5 oder 6? 3 oder 3? Ich sehe gerade eine irritierte Mutter. Ich sehe Mama nicht. Die schaut mich sehr irritiert an, weil ich anscheinend noch nicht so auf dem Toaster bedient habe. Wir hatten vegetarische Würstchen irgendwo. Aber es ist ein Bratwürstchen. Allein wegen dem Bart esse ich die schon nicht. Aber warum ist denn nicht das Zeichen drauf? Dass sie vegetarisch sind. Da steht doppelt Vegetarier. Oben steht was von Vegetarier. Das ist falsch, aber richtig. Was ist denn das? Was klein? Das sind die Kartoffeln. Nee, dahin. Guck mal von hier da hinten hin. Da ist alles schwarz verkohlt. Leute, ich glaube, also wenn ihr sowas hier auch mal machen wollt, oder nicht nachmachen. Bitte nicht nach. Hey, lass drin! Die Kartoffeln müssen fertig werden. Warum habe ich den Teller dahingestellt? Das ist übel heiß. Aber die ist noch nicht fertig. Ich will sie nicht essen, die sind roh, glaube ich. Boah, das stinkt. Ich will es nicht nachmachen. So, okay, Kabel wieder rein. Das Blech nehme ich hier, dieses Ding hier. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Dann packen wir da mal so ein paar Würstchen drauf. Ash, willst du deine Würstchen auch warm haben? Willst du auch ein vegetarisches Würstchen? Mhm. Willst du deine anderen Würstchen warm machen? Mhm. Ja, wie viele? Eins, zwei? Zwei. Okay. Das hat auch. Zwei. Oh, also ich würde sagen, warten wir kurz und belegen uns gleich unsere schönen, tollen Hot Dogs. Das wird, glaube ich, eher gleich geräuchert. Das funktioniert. Wir können jetzt unsere Hot Dogs belegen. Christian bekommt gleich was von mir ab. Ihr müsst wissen, Leute, ich esse seit neuestem auch vegetarisch. Okay. Seit 3 Wochen? 4 Wochen. Oh. Also, ich weiß nicht genau seit wann, darf aber... Ich Ketchup? Achso, er ist noch zu. Mann, warum ist der noch zu? Moment, jetzt ist übrigens eine Würstchen festgeklebt. Sind überhaupt durch? Heiß? Wie kommt das denn? So, ich würde sagen, schmeckt's? Hotdog aus dem Toaster. Das ist irgendwie zu fett, glaube ich. Guten. Nein. Ja. Ich finde, die Würste kann man essen. Echt? Ja. So Leute, willkommen zurück auf dem besten, weltbesten Koch-Toast-Kanal. Auf der ich wollte sie nicht roh essen. Und für Max. Die hier sind nämlich vegane Chicken Nuggets. Bah! Ich hätte nicht vegan sagen dürfen. Die sind echt. Das sind echte Chicken Nuggets. Frisch aus dem Hühnchen. Gut, also ich würde sagen, warten wir kurz, bis die Dinger fertig sind. Jetzt sollte der Toaster eigentlich nicht mehr hochgehen, denn wir haben jetzt nichts mehr im Toaster drin. Ich glaube, das geht schneller. Warte mal. Oh mein Gott, das geht. So, jetzt sollte es schneller gehen. Oh, Junge! Oh, ich hasse das. Ich hasse das allgemein am Toaster. Ja, komm, jetzt warten wir nochmal fix in den Moment. Ich glaube, wir sind fertig. Ash, hey, komm her. Essen fertig. Oh mein Gott. Alter, crazy. Hätte ich nicht gedacht, dass es so geil werden. Jetzt kommen hier die geilsten, das geilste, was man eigentlich machen kann. Marshmallows. Die sind eigentlich echt nice. Können wir da mal welche? Da! Nee, danke. Die werden jetzt zwar ein bisschen eingeräuchert. Ich mag Marshmallows auch nicht. Was habt ihr? Habt ihr beide keine Marshmallows? Nee. Für wen mache ich die gerade? Für dich. Das wird doch schon langsam braun. Echt? Ja, danke. Ich würde sagen, ich probiere mal. Oh, die sind noch sehr heiß. Also ich würde sagen, die müssen aber erst mal... Nein, beiß rein, die muss man heiß essen doch. Oder nicht? Mh. Hey, was habt ihr denn? Das ist lecker. Na gut, ich würde sagen... Ich kann Kaffee jonglieren. Nee. An der Stelle sind wir auch am Ende angelangt. Wir haben alles, was wir haben, durchgetoastet. Es ging in den meisten Fällen auch schon recht gut. Da fehlen noch zwei Äpfel. Na gut, ich würde sagen, lasst mal einen Daumen hoch. Da vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss! 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 Wow.